Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Voice82 mit einem weiteren Unboxing-Video für euch. Und ich habe euch gerade eben The Maze Runner Full Sleep Edition Nummer 1 vorgestellt, was auf 500 Stück limitiert ist. Und jetzt kommt es noch das Fussel Nummer 2, Lenticular-Fussel wohlgemerkt, was auf 1000 Stück limitiert ist. Und das sieht so aus. Und wir haben hier auch ein Lenticular-Effekt dabei, aber ein eher schwaches, dann nämlich nur hier, das hier geht nach oben. Ansonsten ist eigentlich diese Figur eigentlich komplett stillstehend, also ist auch keine Tiefenwirkung dabei, sondern nur eben dieser Effekt, wo nach oben geht. Ja, wie gesagt, das Full Slip ist auf 1000 Stück limitiert. Davon wird es auch eine Sammelbestellung geben. Ich schätze mal, irgendwann nächste Woche werde ich es mal hochladen. Ich kann nicht versprechen, genau wann. Bitte habt Geduld. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Ja, und dann würde ich mal sagen, machen wir mal auf und gucken uns mal das Fusslip mal von innen an. Ob da wieder viele verschiedene Sachen dabei sind, nicht so wie bei der, also nicht, ob das genau dasselbe drin ist wie bei der Edition 1, aber ich glaube noch nicht. Denn man kennt ja Filmarine, die macht immer verschiedene Sachen in die Fusslips rein, was ich mir extrem cool finde. Ja, und jetzt eben hier mal die Folie runtergemacht. Und jetzt schauen wir mal persönlich nochmal an, also ich habe jetzt hier wirklich keinen anderen Effekt zu sehen, außer eben, dass es jetzt hier nach oben geht. Hier. Diesen Effekt meine ich jetzt. Ansonsten ist eigentlich dieses Bild, ja, also ich hätte mir etwas schöneres Bild vorstellen können, oder Lenticular-Effekt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und hier eben dann das Bein, der schon ganz cool aus ist, hat auch eine Prägung dabei und auch einen Glanzeffekt dabei, wie ihr hier seht. Schaut sehr cool aus, das Bein. Auch die Rückseite gefällt mir richtig gut. Hier eben im Hintergrund eben dann die Brooklyn Bridge und hier vorne eben dann die Maze Runner. Hier eben in einem Glanzeffekt drauf und schaut wirklich, das schaut wirklich cool aus. Aber das Covermotiv, ja, also da hätten sie wirklich was anderes einfallen lassen können. Muss ich jetzt echt zugeben, gefällt mir jetzt nicht so gut wie das Full Slip Nummer 1. Ja, hier eine Limitierungsnummer drauf, 229 von 1000 Stück, ist ja schon bekannt bei mir. Und dann schütteln wir mal das ganze Glück hier raus. Und wir haben hier nochmal ein Fotobuch. Das schaut nochmal so aus. Und das Steelbook ist auch noch hier mit dabei. Aber man sieht ja schon, auch ein anderes Motiv ist hier drauf als bei der Fussel Nummer 1. Und deswegen gucken wir jetzt auch trotzdem mal rein und let's go! So, jetzt sind wir eben beim Fotobuch von der Full Slip Edition von Maze Runner, vom zweiten Teil. Und hier das Covermotiv schaut euch schon mal richtig cool aus. Wie auch schon mal erwähnt bei den anderen Unboxing-Videos, die Bilder sind extrem scharf, wieder Wahnsinn. Und dann schlagen wir mal auf. Und man sieht hier schon auch wieder verschiedene Bilder, nicht dieselben wie jetzt beim anderen Fotobuch, sondern wirklich komplett unterschiedlich, also wirklich Wahnsinn, echt, was sich da alles Filmarine einfallen lässt, echt cool. Und jetzt geht es dann weiter. Ach, hier sind jetzt keine Bilder, wo irgendwie so Gewalt darstellung ist anscheinend. Hier sind etwas ruhigeren Fotos drin, aber da ziehe ich dann trotzdem die anderen eher dann vor, wo ein bisschen mehr Gewalt drin steckt. Ja, und dann blenden wir hier mal durch. Und da geht es dann weiter. Und das hier noch. Und natürlich darf auch die Behind the Scenes nichts fehlen. Auch hier wieder andere Bilder als beim anderen Booklet. Sehr cool. Und dann sind wir gleich auf der vorletzten Seite. Hier noch ein paar Explosionen. Und jetzt hier die vorletzte Seite.
Ach, da immer nicht. Sorry, auch ein richtig dickes, fettes Fotobuch. Und jetzt hier noch dann die letzte Seite, also wirklich. Hier letzte Seite und auch beim Backmotiv haben wir auch noch ein Motiv drauf, auch sehr stark. Und wenn man es aufklappt, ergibt es dann die beiden Fotos. Auch sehr schön, auch ein richtig dickes, fettes Fotobuch, wie ihr seht. Wahnsinn, Seite wieder sehr stabil, auf jeden Fall sehr schick. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum Hauptschirm. Ja, das war das Fotobuch von der Full-Speed-Edition Nummer 2 von Maze Runner. Und jetzt schauen wir uns mal das Steelbook an. Das Steelbook ist natürlich identisch wie das von der Full-Speed-Edition Nummer 1 und natürlich auch das von Müller. Und hier eben jetzt nochmal auf, denn hier gibt es natürlich auch noch andere Postkarten mit dabei und was weiß ich noch alles. Überraschung! Und da gucken wir auch mal rein. Das Steelbook habe ich euch vorhin schon gezeigt, wie gesagt, mit einer Prägung. Auch sehr schön, wirklich gesagt, ist echt cool. Backmotiv ist etwas langweilig, ist eben nichts drauf gedruckt. Auch das Innenmotiv finde ich etwas langweilig. Und wir haben jetzt hier noch ein Exklusiv-Comicbook. Jetzt hört halt bitte auf. Also gut, dann müssen wir um die Kamera umstellen. Hier nochmal die Blu-ray-Disc. Und hier, wie gesagt, der etwas langweilige Innendruck oder zumindest kein Innendruck. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Und dann machen wir hier mal auf. Und auch hier sind auch wieder Charakterkarten dabei und ein Comicbuch. Aber natürlich auch ein unterschiedliches Comicbuch, nicht dasselbe wie bei Edition 1, sondern eben mit einem unterschiedlichen. Jetzt war ja auf Deutsch, hä? Wäre doch mal geil. Aber davon können wir nur träumen. Ja, wir machen zuerst mal die Charakterkarten. Und da haben wir den Thomas Dylan O'Brien. Das schaut die Charakterkarte schon ganz anders da aus. Auch das Backmotiv von diesen Karten sehen so aus. Auch sehr schön. Aber hier haben wir schon eine kleine Gleichheit zur Edition Nummer 1. Denn auch hier haben wir auch diese Charakterkarten gehabt, wie bei den anderen. Aber hier sind, glaube ich, mehr drin, der Newt. Die Harriet. Dann Minho hatten wir vorhin auch schon. Oh yes. Und dann noch zum Schluss die Brenda. Schniggi schnaggi. Cool. Gut, gut. So, und jetzt haben wir hier noch dann das Fotobuch. Mir raucht der Kopf. Es ist mir auch extrem warm schon wieder hier bei uns. Und das schaut so aus, das Comicbuch, als auch ein anderes Backmotiv. Und es ist natürlich auch ein anderes Comicbuch, ist klar. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal in die Ego-Perspektive über und schauen uns nochmal genauer an. Let's go. So, und nun das zweite exklusive Comicbuch hier zu sehen. Hier mit einer schönen Zeichnung mit einem schönen Hinterteil. Und ja, The Maze Runner Scores Trails. Und wir schlagen mal auf, hier geht es dann eben los mit The Zealot. Und hier natürlich auch wieder schöne Comiczeichnungen. Hier natürlich wieder auf Englisch. Und dann blättern wir einfach hier mal durch. Oder eine blutige Szene ist auch mal dabei, wie ihr seht. Sehr amüsant. Und ja, ich lege es einfach hier mal hin und dann blättern wir einfach mal durch. Und hier haben wir noch ein Bild. Und hier geht es auf Phases of Three. Die nächste Ausgabe. Aber die ist etwas dünner, stelle ich fest. So, und das war es auch schon mit diesem Comicbuch, mit dieser Rückseite. Hier und da. Und ja, das war's von diesem Comicbuch. Und jetzt geht es nochmal zurück zum Hauptschirm. Ja, das war das Comicbuch zur Edition 2 von The Maze Runner: The Scores Trails. Und ja, okay, jetzt habe ich hier noch was vergessen zu machen, und zwar nämlich noch die Limitierungskarte von Edition 2. Hier die 229 von 1000 Stück, wieder mit einem Klebchen versehen. Und ich mache mal die eine Seite ab. Nein! Geklappt. Alles gut. Und das ist hier das weitere Motiv. Die Rückseite ist echt cool, die schaut sehr gut aus. Ja, okay, das war es eigentlich jetzt auch schon von The Maze Runner 2, von der Edition 2.
Welche Edition gefällt mir jetzt persönlich besser? Das ist eigentlich eine ganz einfache Entscheidung. Natürlich die erste. Definitiv, denn ich finde einfach dieses Covermotiv wirklich sehr schlicht und langweilig. Gut, manche Leute stehen wirklich auf so schlichte Sachen, aber mir gefällt es nicht wirklich. Auch das 3D-Lentikularbild ist jetzt hier nicht wirklich ersichtlich, bis auf dieses kleine Effekt hier unten ist. Und ansonsten auch ja die Comicbücher. Also ich hätte lieber gerne ein paar Postkarten gehabt und natürlich auch ein paar Charakterkarten mehr als ein Comicbuch bei beiden Editionen, denn ich bin einfach kein Comicleser und es ist einfach nicht so mein Ding. Und ja, na gut. Ansonsten sind die natürlich trotzdem wieder sehr schön gemacht. Kann man hier nicht meckern, wieder mit viel Liebe dargestellt. Auch die Fotobücher wieder richtig schön gemacht. Aber ja, also die Edition ist jetzt nicht so der Oberhammer. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen. Und wie gesagt, die Sammelbestellung kommt auf jeden Fall. Sorry, es gibt eben nur diese Edition zu bestellen. Nicht die andere, nicht die andere, nicht die andere. Nein, das ist kein Langspiel, der einen Hänger hat. Sondern das sage ich jetzt mehrmals, damit es auch wirklich keine Verwechslungen gibt. Es gibt nur diese hier. Und wenn man jetzt einverstanden ist, dann will ich nicht mitbestellen. Ja, das war's erstmal von mir. Und bis zum nächsten Mal. Euer Forsten80. Tschüss mit Ö und Biep.